Du wirst 3 Jahre frei, wenn du jung bist. AKs hin auf die Zeit, die dich umbringt. Kindergarten, Schule, Arbeit, willkommen im System. Digga, du bist der Nächste, spar für das Leben. 1000 Verträge vom Bauspar bis Rentenkredite. Die dir was bringen, bist du alt und erledigt. Während die oben nur essen, die Erde verpesten, fast ihre Probleme. Kein TV, alles Lügen, juckt doch keine Sau. Geld verteilen habt ihr nicht so drauf. Könnt den Mund verbieten, deshalb schreibe ich's auf. Sie roben die Wälder für Geld, verpesten die Meere für Geld, töten Menschen für Geld, setzen den Krieg an für Geld. Ja, sie lügen für Geld. Merkt ihr, diese Welt ist so verschickt, ballern Dreck in unsere Meere, doch du kriegst, was du gibst. Konsumieren, um zu investieren in Shit, den wir nicht brauchen, um zu imponieren. Von Leuten Meinung hören, die wir nicht glauben, wollen kein Stress und Probleme. Lieb dich selbst wie deinen Nächsten, doch hat er mehr als du, dann fällst du ihm direkt an die Kehle. Wir sind alle gleich, scheiße. Was macht dir Sorgen, Lilith? Die gesellschaftliche Spaltung, die aktuell stattfindet. Sehr deutlich zu spüren ist, je mehr sich die Gesellschaft immer weiter voneinander entfernt. Diese 2 Kategorien, 2 Schichten Gesellschaft, das finde ich sehr fragwürdig oder kritisch. Was macht die Hoffnung? Hoffnung, dass wir aktuell im Wendepunkt stehen, wo nicht mehr wegzugucken ist und wo im Laufe der nächsten paar Jahre auf jeden Fall was passieren muss oder auch wird. Genau. Ja. Los! Was macht dir Sorge? Okay, was mir Sorge macht, ist, dass auf der Welt immer mehr Militarismus herrscht und die Rüstungsindustrie immer noch sehr viel Geld mit Leid und Tod verdient, obwohl keiner von uns Menschen überhaupt leiden möchte oder Krieg haben möchte, außer die Menschen, die an Rüstungsindustrie verdient. Und was macht dir Hoffnung? Was mir Hoffnung macht, ist auf jeden Fall, dass viele junge Menschen das Ziel haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und auch was verändern wollen. 3, 2, 1, los! Was macht dir Sorge? Mir persönlich macht Sorge, dass ich glaube, dass die Spaltung in der Gesellschaft immer größer wird und es auch nicht so danach aussieht, dass es sich irgendwann ändern wird. Was macht dir Hoffnung? Hoffnung macht mir, dass ich in Europa lebe und leider sagen muss, dass ich zum Wohlstand hier dazugehöre. Das gibt mir aber auch ein besseres Gefühl. Muss mal ehrlich sein. Los! Was macht dir Sorgen? Sorge macht mir die Spaltung der Gesellschaft durch Corona. Und was macht dir Hoffnung, Otto? Hoffnung macht mir meine Schule, weil es die beste Schule der Welt ist. 3, 2, 1, los! Was mir Sorge macht, ist das Abnehmen der Population der einzelnen Arten auf dieser Erde wegen des Klimawandels. Und was mir Hoffnung macht, ist, dass es Berlin Bees gibt, um dagegen anzuwirken und andere Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass die Artenvielfalt auf der Erde erhalten wird. Stopp. 3, 2, 1, los. Also was mir Sorgen macht, ist, dass die Corona-Regeln immer schlimmer werden. Und was mir Hoffnung macht, ist das Essen meiner Mutter. Meine Sorge ist, dass die Coronavirus sich vermehrt. Die Anzahl, die Krankheiten und meine Hoffnung ist, dass wir eines Tages wieder ohne Masken rumlaufen können. Stabil. Was ist deine Sorge, Maria? Ja, meine Sorge ist, meine Prüfung nicht bestanden und ich hoffe, in eine Uni zu gehen und kann ich weiter an Uni was lernen. Los! Emil Mold. What's up, what's up?